ich habe gerade diese Lampe eingestellt, ja, vor ungefähr 10 Minuten. Dann habe ich eine Nachricht bekommen, vor ungefähr 2 Minuten. Nur mal so am Rande hat der Kollege gesagt, das Modell ist sowieso, der Hersteller ist sowieso. Jetzt gucke ich ruf, Modell heißt Luminator. Alter, wie geht denn sowas? Und meine Tochter, die Lumen heißt, sagt zu mir, ich finde die Lampe geil, ich möchte die behalten. Ich finde die so schön, können wir die in mein Zimmer stellen? Und sie ist ja der Luminator, sage ich ja ab und zu ihr, sie ist der Luminator. Jetzt haben wir hier eine Lampe, ich habe eine Lampe gekauft für 20 Euro, die Luminator heißt. Und ich habe die gerade bei eBay eingestellt, ich werde verrückt, ich muss die wieder rausnehmen. Nur mal so als Rechtfertigung, geht natürlich nicht, kann ich nicht machen. Guck mal, jetzt hier die Lampe. Tut mir leid, Jungs, ich muss die wieder rausnehmen bei eBay. Lumen, willst du die Lampe behalten? Ja. Ja? Ich auch. Scheißendreck. Das gibt's ja nicht. Ich find's furchtbar. Jetzt muss ich die Lampe wieder rausnehmen. Oh, die hassen mich doch alle. Luminator? Ich muss dem nicht nochmal schreiben. Glaubt er nicht. Denkt der macht das wegen mir. Nee, dann bleibt sie jetzt da. Da heißt die Lampe Luminator. Gibt's denn so was? Kann ja nicht wahr sein. Und ich sag mal, na Luminator, mein Luminator. Und dann hat sie aber zu mir gesagt, sie will die Lampe behalten. Und dann finde ich jetzt quasi raus durch einen bescheuerten Zufall, oder eigentlich der perfekte Zufall, dass die Lampe Luminator heißt. Die Lampe heißt Luminator und Lumen sagt, sie will die Lampe behalten. Das ist ein Unding. Also ich möchte die auch behalten. Ich glaube, wir da in höhere Instanzen bald.